Viele kennen das Problem. Ein Gelenk, besonders wenn es bewegt wird, fängt plötzlich an zu schmerzen. Das könnte ein Hinweis auf Arthrose sein. Bei dieser Erkrankung wird über das natürliche Maß hinaus Gelenkknorpel abgebaut, der seine schützende und stoßdämpfende Funktion dann nicht mehr richtig erfüllen kann. Arthrose ist die weltweit häufigste Erkrankung des Stütz- und Bewegungsapparats. Und Arthrose meint in unserem Falle insbesondere eine Gelenkerkrankung, eine Erkrankung des Gelenkknorpels. Der Gelenkknorpel federt zusammen mit der Gelenkschmiere Stöße von außen auf den Körper kommend ab, verteilt die gleichmäßig auf den Knochen. Die genauen Ursachen sind eigentlich nicht bekannt. Man weiß, dass es über Mikro-Mini-Risse mit der Zeit zunehmend zu Abtragungen des Knorpels kommt. Fast jeder Mensch spürt in seinem Leben an dem ein oder anderen Gelenk einen Verschleiß. Im Röntgenbild kann man bei den allermeisten schon frühzeitig die ersten Anzeichen eines solchen Gelenkverschleißes erkennen. Wird dies immer schlimmer, spricht man von Arthrose, und davon sind auch im Landkreis Göppingen viele betroffen. Letztes Jahr im Sommer haben wir entschieden, dass wir an der rechten Hüfte, die dann sehr starke Schmerzen gemacht hat, dass wir da Prothese einbauen lassen. Und das haben wir dann gemacht, kurz vor Weihnachten. Dann war die Reha vorbei, Anfang Januar. Und kurz nach der Reha konnte ich ohne Krücke wieder gut laufen. In der Zwischenzeit, jetzt sind 2 Monate rum, spüre ich überhaupt nichts mehr. Und ich habe den Eindruck, das ist sehr gut verlaufen. Und sogar habe ich den Eindruck, dass das dem Knie, das auch eine Schädigung hat, gut tut, dass jetzt die Hüfte wieder richtig funktioniert. Prinzipiell können alle Gelenke im Körper an Arthrose erkranken. Besonders betroffen sind allerdings Knie-, Hüft- sowie Fingergelenke. Die Orthopädietechnik hat vielerlei Bandagen entwickelt, die die akute Schmerzsituation lindern oder die Bewegung des Gelenks im schmerzfreien Bereich limitieren. Christian Horst beschäftigt sich täglich mit diesen Bandagen und der Arthrose an sich. Während einer Arthrose kann man Phasen haben, wo das sehr schmerzhaft ist, die auch durchaus wieder von einer Phase abgelöst werden können, wo sich der Schmerz beruhigt. Also das ist nicht ein konstantes Verschlechtern oder eine konstante Zunahme von Schmerz. Aber während den schmerzhaften Phasen ist eben oft eine entzündliche Reaktion vom Körper. Und in der Phase gilt es dann eben, das Gelenk ruhig zu stellen, dass die Entzündung wieder abheilen kann. Und oft können wir aber auch durch mechanische Druckeinwirkung auf den Körper eine Gelenkstellung optimieren und damit wiederum die kommunizierende Gelenkfläche vergrößern. Durch richtiges Verhalten und gezielte Maßnahmen lassen sich somit der Schmerz und der Verlauf einer Arthrose durchaus positiv beeinflussen. Und auch bei der Prävention heißt die oberste Priorität Bewegung, egal bei welchem Gelenk. Denn nur wenn die Gelenke bewegt werden, kann der Knorpel überhaupt ernährt werden.